Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einem weiteren AFK Arena Video auf meinem Kanal. Und heute geht es auf jeden Fall nochmal um die Abgrundexpedition, denn ich denke mal, dass die meisten von euch ungefähr auf demselben Level wie ich jetzt gerade sind, also dass man jetzt hier gerade bei dem Boss hängt. Und zwar möchte ich euch nochmal die ganzen einzelnen besten Teams für jeden einzelnen Boss zeigen, plus wir schauen uns dann am Endeffekt nochmal die Relikte an, die wir dann vor allem am Ende für den Endboss brauchen. Und dann würde ich sagen, habe ich mir hier eine schöne Internetseite rausgesucht. Ich kann euch die gerne auch nochmal in die Beschreibung verlinken, die Internet Seite. Und zwar würde ich sagen, fangen wir direkt an mit Aden. Das ist der erste T3-Boss, den wir hier besprechen. Und hier steht auch schon bei, dass der am einfachsten anzugreifende T3-Boss ist. Also das ist der einfachste Boss, den ihr angreifen könnt. Das ist der Boss auf der linken Seite. Und ja, hier gibt es auf jeden Fall ein optimales Team, welches ihr verwenden könnt. Ihr müsst jetzt nicht exakt das 1:1 perfekt gleiche Team benutzen. Also das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel kein Mortars oder keine Zwillinge habt, dann könntet ihr auch rein theoretisch da dann einen Roven einsetzen. Hier haben wir dann auf jeden Fall einmal Gresul, Lucre, Mortars, Reine und die Zwillinge. Anders sieht es auf jeden Fall schon aus bei dem Grotesker Magier. Der befindet sich auf der rechten Seite und zwar haben wir hier zwei Teams, die sehr, sehr stark sind. Und zwar haben wir dort vorne einmal Grisul und Cecilia. Dann haben wir hinten Lucretia, Dress und die Zwillinge. Und dann im zweiten Team haben wir dann einmal vorne Cecilia und Lyca. Hinten haben wir dann Lucretia, Zwillinge und dann zum Schluss nochmal Iron. Also hier haben wir Vollranger mit einem Supporterhelden. Und dann steht hier auf jeden Fall noch bei, Spamming One Hero ist auf jeden Fall auch sehr effizient. Hier haben wir dann auf jeden Fall einmal Dress, Raku und Lucretia. Und dann kommen wir auf jeden Fall schon zu der Eischimera. Und Eischimera ist ja der Boss, der dann auf jeden Fall oben für die Leute am Start ist. Und zwar ist hier die beste Formation, ja, sind dann die Zwillinge vorne mit Iron zusammen. Hinten haben wir dann Lyca, Raku und Lucretia. Und ja, kommen wir auch schon direkt zu dem Zerstörer der Vernunft. Das ist der Endboss, auf den wir alle gehen. Und zwar haben wir hier direkt die 5 Teams eingeblendet. Darunter haben wir gleich nochmal die ganzen Relikte, das erkläre ich euch nochmal. Und zwar haben wir hier das erste Team, ja, ist auf jeden Fall auch wieder ein Ranger-Team, vorne mit Lyca und Cecilia, hinten haben wir wieder Dress, Iron und wieder die Zwillinge. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Zwillinge in jedem von diesen Teams dabei sind, also wenn ihr die Zwillinge habt, nehmt sie auf jeden Fall mit. Lucretia ist auch in 4 von den Teams dabei. Im zweiten Team haben wir dann vorne einmal Grisul und Cecilia, hinten haben wir dann Lucretia, Dress und die Zwillinge. Im dritten Team haben wir dann vorne Grisul und Lucretia. Also Lucretia steht dann vorne. Mortars auch dabei. Isolde kann man auf jeden Fall auch gut spielen. Und die Zwillinge sind natürlich auch wieder dabei. Und dann bei der vierten Formation ist es vorne genau dasselbe wie bei der dritten Formation. Hinten haben wir dann aber nochmal ein bisschen was anderes. Und zwar die Zwillinge, Mortars und Reine. Falls ihr jetzt zum Beispiel die Zwillinge nicht besitzt oder Mortars nicht besitzt, könnt ihr auch alternativ zum Beispiel noch einen Roven da reinstellen. Das würde zum Beispiel auch noch gehen. Und dann bei der fünften Formation haben wir vorne wieder Grisul und Lucretia, hinten wieder die Zwillinge und Mortars, aber anstatt Reine haben wir dort jetzt Silas am Start. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier auf die Relikte und schauen uns das Ganze an. Hier haben wir einmal die Relikte von den Kriegerhelden, Rangerhelden und dann einmal von den Supporterhelden. Und zwar sehen wir dann hier gewisse Zahlen. Und zwar, ja, sollten wir am besten als erstes hier den Ranger-Baum leveln. Und zwar könnt ihr hier sehen, die 1, die 2 und die 3, das sind die ersten drei roten Relikte, auf die ihr gehen solltet. Wenn wir dann hier nach unten gehen, sehen wir dann, dass wir da bei dem Supporterbaum als viertes das Relikt hier einmal verwenden sollten. Und wenn wir dann hier nach oben gehen, dann können wir auf jeden Fall hier bei dem Kriegerbaum gucken. Dann haben wir hier 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Also das wären dann die nächsten roten Relikte, die man leveln könnte. Also wenn man das Ganze natürlich hinbekommt, man muss natürlich auch sich gut vorbereiten und natürlich auch genug Gold zur Verfügung haben. Falls ihr jetzt nicht an alle rankommt, ist es nicht schlimm. Geht auf jeden Fall der Reihenfolge nach. Das kann ich euch auf jeden Fall als Tipp geben. Und dann haben wir hier bei 11 und 12 sind wir dann nochmal hier bei dem Ranger-Baum. Die kann man dann zum Schluss auch nochmal leveln. Das waren dann auf jeden Fall jetzt nochmal alle Informationen, die ich euch mit auf den Weg geben konnte. Also wie gesagt, ich kann euch das zeigen, dass ich das hier jetzt auf jeden Fall auch mache. Die Ranger-Helden habe ich hier, die ersten beiden roten Relikte habe ich jetzt zum Beispiel hier schon mal ausgerüstet. Dann werde ich hier auf jeden Fall nochmal das dritte machen. Also macht auf jeden Fall relativ gut Sinn. Und ja, mit den Ranger-Helden komme ich momentan auch mega gut durch. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch ein bisschen helfen. Und ja, sobald man dann bei dem Boss ist, schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ob euch das Ganze geholfen hat. Denn man hat ja am Ende dann noch mal eine Mission. Da muss man dann, glaube ich, insgesamt 150 Millionen Schaden machen. Und ich denke, damit solltet ihr das Ganze dann auf jeden Fall hinbekommen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei einem der nächsten Videos. Macht es dort auf jeden Fall gut und ciao.